Willkommen zurück, ich bin Havlicek. Heute geht es um die drei installierten Module. Ihr seht es, die sind noch in der Sonne, so halb. Ich denke noch so ein paar Minuten, dann sind sie im Schatten und dann produzieren sie auch keinen Strom mehr oder keine Energie mehr. Und ja, wieso habe ich das gemacht? Hier vorne habe ich eine 5 kW Peak-Anlage, ein bisschen mehr. Und da oben habe ich jetzt 1 kW Peak installiert. Einfach weil ihr seht, dass die noch schön in der Sonne sind, während die anderen schon längst im Schatten sind. Und man kann eigentlich sagen, dass die Module hier vorne, obwohl die 5 kW Peak zusammen sind, weniger erzeugen als die da oben jetzt, weil sie einfach noch jetzt die Energie der Sonne abbekommen, die Direktstrahlung. Wird sich aber gleich ändern, so ich denke mal noch eine Minute, zwei Minuten, und dann seht ihr, dass es über diese Linie hier gegangen ist, ja, diese weiße Linie, die man da oben sieht, und dann geht die Leistung rapide runter. Ich bin mal gespannt, ich werde die nächsten Wochen mal Tests machen und dann werde ich sehen, wie sich das Ganze verhält. Ja. Was möchte ich euch eigentlich zeigen, wie ich die drei Module hier installiert habe? Wieso habe ich hier drei? Weil ich vorne auch genau gleiche Ausrichtung, nur tiefer, nochmal drei habe. Das Problem ist, die unteren Module sind früher dunkel und die oberen haben nochmal eine Stunde Zeit, um dunkel zu werden, ja, also um verschattet zu werden. Und ja, dann werde ich, diese two Strings sind dann parallel. Die vorderen zeige ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch einfach nur die Installation dieser drei Strings, wie die Verkabelung ich ungefähr gemacht habe, wie ich sie installiert habe, wie ich unten am Wechselrichter das Ganze mache. Ja, anschließend Batterie, Wechselrichter, ganz wichtig an der Stelle, das darf nur Fachkräfte machen. Ja, also bitte baut da keinen Unfug. Genauso wie das Befestigen der Solarpaneele. Ja, wenn ihr die nicht richtig befestigt, dann fliegen die euch halt ab. Im schlimmsten Fall, wenn es stark weht, und dann ist, sage ich mal so, schnell die Kacke am Dampfen, ja, wenn da jemand stirbt oder verletzt wird. Deswegen, sozusagen dieser Disclaimer, bitte macht es sehr sorgfältig, solche Arbeiten. Wenn ich unsicher seid oder falls ich auch in meinem Video meinen Fehler habe, schreibt es mir gerne unten rein. Ich tue das immer dann anbinden, also anpinnen den Kommentar, wenn es dann irgendwo die Kritik berechtigt ist und dass einfach Leute gewarnt sind. Also falls und irgendwas nicht stimmt in dem Video, pinne ich immer irgendwas an unten an den Kommentaren. Okay, legen wir einfach mal los und fangen wir an, hier das Modul zu montieren. Das ist sozusagen das erste, wo ich angefangen habe. Und da war es schon dunkel, weil es einfach, wenn ich im Abends von der Arbeit heimkomme, 17 Uhr, ein bisschen später, dann ist schon dunkel und man kann aber noch ein bisschen arbeiten. Ist zwar unangenehm, aber es geht. Ja. Und jetzt Wochenende war super, super Wetter, Sonntag, ja, da konnte man einfach die Kabel legen, weil das schon eine Arbeit, die nicht laut ist. Und dementsprechend habe ich mir die Kabel heute am Sonntag gelegt und werde unten das Ganze noch anschließen, dass sozusagen Montag nochmal mehr Energie reinkommt. Um sozusagen die Ausbeute zu erhöhen. Fangen wir mal an. Hier haben wir genau 65. Okay, auf der Seite fällt es ein bisschen ab. Ist natürlich ein bisschen kacke. Ich würde euch empfehlen, je nachdem wie weit ihr das Solarmodul montiert, ja, von der Kante mindestens, sagen wir mal 5 bis 10 cm, also Minimum 5 cm von der Kante würde ich euch empfehlen, wegzubleiben. Das heißt, wenn man hier um die Ecke kommt, will man ja nicht jedes Mal an das Solarmodul stoßen. Ja? 1,5 m ist das Modul lang. Wenn das dann hier anfängt bei 5 cm, das heißt bei 1,10 m würde ich, so, das heißt bei 1,10 m wäre das Ende. Das wäre ungefähr hier. Und von der Seite machen wir auch die 10 cm rein. Und das wäre hier. Durch den Vorteil, dass ich mir jetzt alle Markierungen gemacht habe, wo die alle Profile laufen werden, ja, kann ich jetzt hergehen und mit diesem Laserscanner oder Lasermarkierer dementsprechend meine Linien ziehen. Dazu kann ich mir die Aluprofile als Lineal benutzen. Ja. Da ich hier, Sie sehen, dass ich ja solche Maserungen habe, ja, wenn ihr dann Aluprofile montiert, ist das ein bisschen kacke. Also würde ich euch empfehlen, diese Maserung ein bisschen abzuschlagen. So, ich würde euch empfehlen, 10 cm unterhalb anzufangen. Ja, ja, also hier ungefähr. Und wo kommt das Bohrloch hin? Da würde ich euch einfach empfehlen, roundabout 3 cm oberhalb. Ja, das heißt, also hier an der Stelle 10 cm runter, 3 cm hoch fürs Bohrloch. Und dann 2 cm in meinem Fall, weil ich ein 40er Profil habe. Das heißt, hier ist mein erstes Bohrloch. Ja. Und das nächste Bohrloch, ja, wenn das, wir haben dann ungefähr ein 2 Meter Profil. Ihr könnt es kürzen, natürlich das Profil, ja, auf 1,90 Meter. Das lohnt sich eigentlich nicht. Ja. Ich würde euch empfehlen, dann einfach das aufzuteilen in drei Bohrlöcher, so ungefähr in der Mitte und ganz oben. So. So wichtig ist, dass ihr wirklich sauber gerade bohrt,
Ja, also um das Ganze zu versenken, muss ich eigentlich schon bis hierhin gebohren. Also sagen, das passt. So, man geht her. So, das war's schon. Ja, und jetzt kann man hergehen und da einen Dübel setzen. Manchmal, wer möchte, kann es auspusten oder noch mal kurz hier rausholen. Ja. So, da müsst ihr auch ein bisschen beachten, wie tief ihr das Ganze einschlagen sollt. Ich habe da schon so ein bisschen die Erfahrungswerte. So funktioniert das Ganze, ja. Ich habe hier so ein Werkzeug gebaut, da kann ich die Dübel ganz einfach einschlagen und dann, ja, legt ihr den Dübel rein. Ja, gleichzeitig. Ja. Falscher Gang. Okay. Den geht's zu schwer. Da muss ich mal ein bisschen von Hand schrauben. Also Millimeter tief zu versenken. So. Da die Bohrlöcher ein bisschen schwanken von der Höhe. Ja. Ich könnte theoretisch hergehen von 3 cm von oben, ja, in der Mitte. Aber ich mache es so, dass ich die Markierung mache. Ja, so, dann bohre ich hier durch. Genauso wie oben auch. Markiere ich mir immer einfach die Bohrlöcher, weil das ist so, dass in der Wand, man rutscht halt mit dem Bohrer doch ein bisschen einen halben Zentimeter hin und her. Und dann kann es durchaus sein, dass man einfach nicht mehr passend ist. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass ihr dann einfach an der Stelle euch die Löcher markiert. 60 cm lange, also 60 mm lange Schrauben, Unterlegscheibe und dann verankern wir das Ganze. Einfach zum Testen, ob ich richtig gebohrt habe. Okay, das sieht gut aus. Ja, jetzt saugen wir mal einfach das Ganze ab. Das heißt, einfach mit dem Staubsauger die Löcher. Ich nehme ein bisschen Silikon, also Acrylpaste und Pfefferdierer rein. Und wenn da jetzt ins Gewinde was reinläuft, ist es nicht schlimm, weil wir es ja gleich versiegeln. Das heißt, es ist dann automatisch auch das Schraubenfest. Also hier, mach ich so. Versuche dann mal so ein bisschen rauszufinden, wo eine Ecke ist. So sieht eine Ecke aus. Ja. Und so sieht das Ganze dann aus. Ganz easy. Den Schraubenzieher, also den Hammer mal putzen. Das habt ihr überall das Acryl um die Gegend. Ich denke, das Solarmodul kriegt ihr selber hin, an die Wand zu machen. Wahrscheinlich nicht schwer, nur diese Haltegriffe anbringen und festschrauben. Ja, was viele vielleicht falsch machen, ist der Unterschied. Der Stecker, also hier der hier, ich hoffe, man sieht es, kommt in die Buchse rein und die Buchse kommt in den Stecker rein. Ja. Jetzt ist die Ansichtssache, wie definiert man das Bauteil? Ja? Definiert man es nach dem Aussehen oder nach dem Kontakt? Also wenn man immer beim Kontakt bleibt, ist das hier ein Stecker. Ja? Das Bauteil hier ist dann ein Stecker und das ist eine Buchse. Wenn man es jetzt von außen los her sieht, dann würde es heißen, dass es eine Buchse ist und es ist ein Stecker. Also wenn jetzt jemand sich darüber ärgert, wenn ich mal dazu Buchse und dazu Stecker sage, dann ist es einfach die Definition, auf was sich es bezieht. Ja? Und jetzt ist es so, ich brauche jetzt hier an der Stelle eine Buchse am Kabel. Es gibt verschiedene Solarkabel. Ja. Verwendet hochwertiges Solarkabel für den Außenbereich. Innenbereich ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ja. Da muss die Isolation nicht mehr so toll sein. Aber außen würde ich euch empfehlen, ein bisschen hochwertiges Material zu verwenden. So, wir isolieren das Ganze ab. Ich verwende hier 6 mm Quadrat Kabel und ich isoliere so ungefähr einen Zentimeter ab. Ja, so roundabout, dass man sieht. Ja, dann ist das abisoliert. Dann komme ich mit meinem Werkzeug, denn dementsprechend muss ich auch in die richtige Kategorie, 6 mm Quadrat. So. So, und dann muss ich einfach nur das Ganze einfädeln. So. Ja, also dass man es hier im Anschlag hat, hier ist es durch. Und dann einfach zusammendrücken. Passiert nichts Wildes. So, und das war's schon. Einmal ein bisschen gerade biegen und
einmal ziehen, ob es auch sauber drauf ist. Und dann, wie in dem Fall, die Stecker, da müsst ihr nichts abmachen. Also nicht vorher die Leitung, die Kappen drauf tun, sondern einfach so draufstecken. Wichtig ist, ob es steckt, und man muss den Stecker hier sauber sehen. Ja? Also ich mache immer richtigen kräftigen Zugtest, einfach um zu kontrollieren, ist das Teil wirklich auch reingerastet. Ja, und dann benutzt man so ein Werkzeug und schraubt das Ganze hier hinten zu. Das heißt, da geht dann sozusagen die Dichtung zu. Ich drücke das Ganze dann immer noch ein bisschen zusammen und ziehe das Ganze nochmal an, und dann sind wir fertig. Dann haben wir hier unsere Buchse oder Stecker, je nach Definition, wie ihr mitbekommen habt, gebaut. Wie ihr das Ganze hier einbaut, ich habe hier so Kabelkanäle gebaut, damit ich sozusagen meine Kabel führen kann. Einfach über die Kabel. Zack, das war's schon. Die Kabel müssen hier um die Ecke. Das kann man natürlich auch mit einem Fein oder so bearbeiten, wie ihr wollt. Ja, also man kann auch mit einem Feingerät hergehen und das bearbeiten. Ich schicke das Ganze einfach runter, weil ich hier nicht so viele Kabel habe. Ich habe hier maximal 3 Kabel, die ich führen werde. Das heißt, dementsprechend kann ich das hier so gemütlich runterknicken. Wenn ihr mehr Kabel habt, müsst ihr natürlich das besser vorbereiten und schauen halt natürlich, dass hier nicht so das Ganze unter Spannung steht, ja, also ganz locker lose drin ist. So, jetzt würde ich hier an der Stelle 2 Bohrlöcher setzen, um sozusagen das Gefälle, ich habe nämlich hier jetzt ungefähr 5 Meter geht es nach unten, dass ich sozusagen hier alle 1,5 Meter die Kabel dann später fixieren kann. Das ist die Bohrlöcher, würde ich euch empfehlen, vorher zu bohren, nicht nachher. Nachher ist ein bisschen immer blöd. Dann als nächstes Erdung. Ein Erdungskabel lege ich auch hin. Ja. Das heißt, ich mache an jede Aluminiumschiene ein Erdungskabel. Und dazu lege ich ein 10 Quadrat Kabel. Das ist empfohlen, besser wäre 16 Quadrat, aber ich würde mit 10 Quadrat erstmal auch zufrieden. Wichtig ist es beim Verwenden von Presskabelschuhen, dann ungefähr die Länge auch einzuhalten. Ja. Dementsprechend machen wir das Ganze mal so. Zack. Ja. Ja. So, und dann nehmen wir unser Klauke Presswerkzeug, stellen das auf 10 Quadrat ein. Das heißt, hier ist 10 Quadrat. Die Zangen sind richtig teuer. Meine Empfehlung ist, falls ihr Geld sparen wollt, holt ihr euch über eBay gebraucht. Dann seid ihr eigentlich am sichersten. So, einfach nochmal reindrücken. Zack, einmal gepresst. Zack, und nochmal gepresst. So, und damit ist die Pressung vorbei. Und ihr seht, ja, also hier wird es länger, aber es liegt nicht, dass ich das Kabel rausziehe, sondern ich ziehe die Isolierung ab, ja. Also das Kabel bewegt sich da keinen Millimeter. Okay, und das brauchen wir an die Aluminiumstangen. Sozusagen von jeder Stange würde ich euch empfehlen, eine dran zu machen. So sieht das Ganze aus, wie ich das mache. Das kommt hier unten rein und da wird es festgeschraubt. Und das war es eigentlich schon, kein Hexenwerk. Ja. Wer möchte, kann natürlich hier auch noch Isolationsmaterial drum tun oder auch natürlich Schrumpfschlauch oder ähnliches verwenden. Ja. Ich werde jetzt einfach nachher noch einen Lack drüber machen und das Ganze hier mit Lack abdichten, und dann passt das Ganze. So Leute, jetzt muss ich senkrecht da rein bohren, dort oben natürlich, ne, das zeige ich euch jetzt nur. Ich bohre dann rein und habe dann die Möglichkeit, über Kabelbinder was zu montieren. Das mache ich einfach oben jetzt. Also so einen kleinen Bohrloch hier, dann kann man ganz gut das Ganze befestigen. Ja, natürlich weiß ich jetzt, ist der Nachteil, es könnte Wasser jetzt hier reinlaufen, dann steht das Wasser da drin. Aber ich bin hier jetzt ganz gut, ich hoffe, man sieht es, ja, überdacht. Also wird ganz selten passieren, oder wenn überhaupt. Das heißt, mein Ding ist, ob ich das versiegeln muss jetzt mit Silikon, ich glaube ja nicht, ja. So, damit bin ich eigentlich schon fast am Schluss, hier oben. Wir schauen uns gleich die Rückseite an, also auf der, das ist das morgens die Ostseite, Ost-Süd-Seite, sowas in der Richtung. Die liegt schon im Schatten und da produziere ich jetzt nicht mehr so viel Leistung. Aber hier an der Stelle
seht ihr, mega Sonne, ja. Das heißt, hier zeuge ich jetzt, wenn ich die Anlage theoretisch anschließen würde, nochmal richtig 1 kW Peak, vielleicht 800 Watt oder so, ja. Das ist ja nicht optimal ausgerichtet, aber wie gesagt, die Solarmodule sind lange Zeit in der Sonne bis spät abends. Ja, noch ein bisschen, ja, ihr seht es, das ist genau die Grenze jetzt, noch ein bisschen, eine halbe Stunde oder so, und ich habe hier eigentlich nur noch Schatten, ja. Die Kabel gehen jetzt bei mir rein. Also an der Stelle, das ist mein 1. bis 5. String, ist noch nicht beschriftet. Das kommt halt noch die Tage, ja. Schalten wir den mal ab. Ziehen wir den Verbrauch hier mal ab. Und ja, dann ist es so, das wird jetzt gleich das Licht ausgehen. Das heißt, den muss ich umstecken. Nehmen wir es mal aus. Okay, umgesteckt, Verbraucher aus. So, dann ist der System komplett abgeschaltet. Ja, jetzt gehen wir her zum Wechselrichter. Dann machen wir den Wechselrichter aus. Jetzt ist der Akku raus. Ja, jetzt ist der Wechselrichter komplett abgetrennt. Das heißt, hier ist noch das vom BMS. Ja, das ist versorgt vom BMS. Aber der Wechselrichter ist jetzt komplett getrennt, kann eigentlich keinen Strom mehr produzieren. Es ist zwischen der Neutralleiter und der Phase noch Spannung, ja. Und ihr solltet immer sicher sein, ja, dass ihr hier an der Stelle ja alle abcheckt. Ja. Das ist zur Sicherheit, eurer Sicherheit einfach, dass das nicht irgendwie ein Verkabelungsfehler ist. Das kostet euch ja noch ein paar Sekunden, einmal durchzugehen. Und die sind oben zusammen verdrahtet. Ja, also in meinem Fall ist alles offline. Ja, hier kommt keine Spannung ein. Jetzt, wenn ich jetzt hierher gehe, zwischen den zwei Dingern, ja, seht ihr, da ist noch eine Spannung von 750 Volt. Ich bin falsch rum. Hier ist Minus, hier ist Plus. Ja, 58, 59 Volt. Ist eine Spannung drauf, eine Gleichspannung. Ja, aber das ist nicht so weit schlimm. Die ist ja von meinen Strings 1 bis 5, ja. Dementsprechend habe ich sie hier notiert. Was welcher String ist, die kann man jetzt auch, da keine Last dran ist, ja, kann man die jetzt einfach auch aufmachen. Ja, das ist schon, dann ist hier eigentlich die Anlage gefühlt spannungsfrei. Wenn ich nichts falsch gemacht habe, sollte jetzt, ja, es ist keine Spannung da zwischen den Polen. Und im Grunde genommen muss man nur noch gucken, hier natürlich im Eingangsbereich der Solarmodule ist nur eine Spannung, aber die, es ist Nacht, ja, es scheint keine Sonne mehr auf die Module, das heißt, die haben eigentlich gefühlt keine Leistung, ja. Okay, also wie gestalten wir das Ganze hier, weil das passt mir noch nicht so ganz, ja. Ich würde gerne, weil ich habe das jetzt einfach nur mal reingetan, ja, dann nehmen wir mal den raus und pfeffern den hier unten mal rein. So, dann sehe ich schon, dass ich meine Erdung ein bisschen verdrehen muss, verstellen muss. Ja, das ist alles, wie gesagt, provisorisch jetzt erstmal. Was nicht passend ist, wird passend gemacht. So, holen wir uns mal was zum Schreiben. Hier machen wir Plus, Minus, bleiben wir einfach bei der Konvention, die ich mir hier gemacht habe. So, ja, und dann können wir auch eigentlich loslegen. Ja, wie stelle ich fest, was Plus und Minus ist? Das ist ja halt immer das Problem. Ihr könnt das mit so einem Durchgangsprüfer machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier vorzugehen. Mit einem Multimeter. Wichtig ist einfach beim Multimeter, dass ihr halt Plus und Minus richtig rum eingesteckt habt. Ja? Und das heißt, wenn ich jetzt hier auf diese Spitzen raufgehe, dann sehe ich, ob das Plus positiv angezeigt wird. Wenn es positiv angezeigt ist, ist so wie die Farbkodierung hier drauf auch die Spannungen. Ja? Und wir sehen Minus, das heißt, ich bin falsch rum. Jetzt drehe ich die Kabel einfach mal, ja, das muss einfach mal sehen. Ich weiß, ihr seht es jetzt verkehrt rum, aber das ist ja eigentlich egal. Nur einfach das Minus muss verschwunden sein. Ja, und jetzt sind wir richtig rum, das heißt, das Ding ist Plus. Dann als erstes immer mit so einem Labeler, ja, ich kann euch mal einen zeigen mit den Dymo, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Dinger sind ein bisschen teuer, die Labels, aber ja, man macht nicht so viele von denen. Und da würde ich mir dann euch empfehlen, einfach auf das Kabel wirklich einmal kurz drauf machen, dass man weiß, okay, das ist jetzt
der Plus-String, ja, und das andere Kabel ist das negative String. Immer bei den Kabeln ziehen, ja, oder so halt, um sicherzustellen, die Dinger sind jetzt fest, ja. Weil, wenn ihr dann manchmal die Käfige drin habt und ihr seid irgendwie hinterm Käfig und das Ganze zieht es dann zu mit der Schraube, dann hält es vielleicht an ein, zwei Adern, aber wenn ihr so ein bisschen dann zieht, dann merkt ihr, okay, das Ding ist fest, ja. Weil wenn es an ein, zwei Adern hält, dann reißt ihr es halt so raus und dann stellt fest, okay, da war was. Ja, also an der Stelle, die Diode mache ich gleich mit drauf, weil ich später, wenn ich den nächsten String drin habe, ja, den String 7, der hier oben ist, ja, den tue ich wahrscheinlich nachher auch mal irgendwann runter. Ich werde sehen, wie ich das Ganze verschalte, ja. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich hinaus will, ist, wenn ich den String 7, also hier oben, wenn ich den String 7 dann irgendwann in Betrieb nehme, die werden parallel sein und dann lohnt es sich einfach Dioden einzusetzen. Weil falls dann Solarmodule verschattet sind, dann sorgt es dafür, dass diese Dioden sperren und es kein Rücklaufstrom durch eure Solarmodule ist. Gibt. Die werden leicht warm, je mehr Strom fließt. Und deswegen müsst ihr die Strom, also ich, mit der Diode würde ich immer etwas größer auslegen als den Bemessungsstrom. Größer heißt, ich mache immer meistens Faktor 2. Ja, ich weiß, dann sind die Verluste höher, aber dann wird es auch nicht so warm, ja. Also nur, dass ihr es wisst, ich mache da immer ein bisschen länger. Und jetzt ist die Frage, wie lang schneide ich das Ganze ab? Ja, und ihr seht hier meine Dioden. Hier sind so ein Haufen Dioden. Also mache ich den mal hier so lang, ja. Einfach, dass die Dioden nicht auf dem Haufen sind, ja. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn ich es richtig gemacht habe, ist hier Plus, hier Minus und dann müsste ein positiver Wert rauskommen. Also wir haben Plus 9 Volt. Ja. Ich hoffe, man kann es lesen. Das heißt, wir haben es auch richtig angeschlossen. Ja. Also an der Stelle ganz wichtig, wie funktioniert das Ganze jetzt? Also wir kommen jetzt hier, kommt mein Photovoltaikmodul rein. Das sind auch die Sicherungen. Ich habe sie geprüft. Jetzt kommen wir zum Hauptschalter. Ich weiß, der ist ein bisschen übertrieben, aber den habe ich jetzt. Vom Hauptschalter gehen wir dann in den Wechselrichter oder Batterieladeregler, je nachdem. Sprich, das ist dann euer PV. Und da habt ihr eigentlich dann alles. Also kommen wir zum Blitzschutz. Ich habe noch keine Erfahrung mit dem Blitzschutz. Und zwar ist das Problem bei dieser Anlage, die ich habe, ich fahre ja mit 147 Volt. Meine Strings erreichen im Maximalfall beim kältesten Winter bei optimalen Sonnenschein 145 Volt. Gut, ich habe jetzt die Dioden dran, da fällt ein bisschen Spannung ab, das heißt, es wird ein bisschen weniger. Die Leitungslänge sind etwas länger, da fällt auch noch ein bisschen was ab. Aber im Prinzip muss man ja vom Extremfall ausgehen. Und dann ist es so, es gibt keinen Überspannungsschutz, der bei 145 Volt, zumindest habe ich keinen gefunden, auslöst. Und weil bei 147 geht ja der Wechselrichter flöten, ja, der macht dann hops. Und jetzt ist es so, diese SPDs oder diese Überspannungsschutzdinger sind eher ausgelegt, die meisten, die ich gefunden habe, in diesem Bereich, für Hochspannungssysteme. 500 Volt, 1000 Volt, 800 Volt, was auch immer, gibt's, findet ihr alles. Aber in den Niederspannungsbereich, für das, was ich habe, so bei 147 Volt, eigentlich 146 Volt, gibt es nichts. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, das misse ich und ich kann euch jetzt nicht empfehlen, irgendwas zu kaufen, was ich nicht selber getestet habe. Das heißt, ich werde es jetzt mal testen, jetzt im Winter, wenn die Spannung hochgeht, ob der hier auslöst und wenn er den einen Winter lang nicht auslöst, gehe ich mal davon aus, dass es einigermaßen passt. Ja. Okay, also jetzt kommen wir weiter, machen wir einfach weiter. Kabel ziehe ich jetzt direkt zum Hauptschalter, vom Hauptschalter geht es rüber in den Victron. Ja. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich benutze jetzt hier einfach 6 Quadrat Kabel, weil ich das einfach jetzt noch da habe, ja. Und wieso benutze ich kein dickeres Kabel? Ich habe euch ja gesagt, ich will eigentlich das Ganze nochmal umbauen. Und erst wenn alles da ist, ja, hier kommt noch ein zweiter vorprovisorischer Kasten, da hole ich mir einen richtig großen und plane das auch richtig. Weil aktuell ist es, weiß ich gar nicht mal, wie viele Strings wirklich am Schluss rauskommen werden. Das ist ein bisschen verbogen. Das Paket kam beschädigt an. Ich habe reingeschaut und der sah okay aus, aber mir ist gar nicht aufgefallen. Der muss wahrscheinlich hier was abbekommen haben. Das nervt mich natürlich jetzt, weil das hätte ich gleich reklamieren sollen. Hört. Ich gehe davon aus, das passt. Leute.
Also ich glaube, es ist klar, dass das Ding hier fest ist, ne? Das ist ein abgeschlossener Raum, den Schlüssel habe nur ich. Hier kommt niemand anders rein, außer mir. Ja? So, das heißt, ich weiß, was ich hier tue. Das hier, was ich hier mache, ist noch nicht richtig. Ja? Normalerweise gehört da eigentlich Aderhülsen drauf, weil das Adern sind, feinedriger Kupferdraht und da ist es so, da sind keine Käfige, da muss man dann eigentlich Aderhülsen verwenden. Das ist ja aber jetzt provisorisch, ich werde die Kabel auch so alle nochmal zuschneiden, in der Länge her, weil sie viel zu lang sind, ja, ich, einfach für das die Aktion, ich weiß, dass sie alle so lang sind, dann kommt hier eine ordentliche Erdungsschiene hin, wo 25 Quadrat verbunden ist und zusätzlich kommen dann halt zu jedem Verbraucher dann die 10 Quadrat, ja, und oder mehr, wie ich dann brauche, ja. Nur, dass an der Stelle nicht, dass jemand auf die Idee kommt, das kann man auch so machen, ja, das ist jetzt hier einfach, sagen wir mal so, ein Provisorium. Was macht der Victron? Das ist nur ein Batterieladeregler. Wieso habe ich den gekauft? Weil ich nur zwei Strings habe, die so ausgerichtet sind, wie sie sind und es sich nicht gelohnt hat, nochmal einen Wechselrichter zu kaufen. Der Batterieladeregler des Wechselrichters hier ist sehr, sehr gut. Der hat eine 98%, wenn ihr den Wechselrichter aus habt, könnt ihr den nur als Batterieladeregler von Steka benutzen. Da habt ihr einen 5000 Watt Batterieladeregler. Das ist echt gut für den Preis, ja, für 800 Euro. Da muss ich von den Victrons, ja, da kriege ich vielleicht 2500 Watt in der Preiskategorie. Also, dass man einfach hier, und ihr habt dann noch einen Notfall Wechselrichter, ja. Also, der Wechselrichter hat nur den Nachteil, das habe ich ja schon erwähnt, der hat einen großen Leerlaufverbrauch, ungefähr 50 Watt. Was über einen Tag so ein Kilowatt ausmacht ungefähr. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn er aus ist, der Wechselrichter, dann ist es einfach ein Batterieladeregler. Der lädt euch einfach die Batterie durchgehend auf und das hat wirklich einen großen Vorteil, weil ihr dann 98% Effektivität habt. Ja. Also der zieht euch nichts aus der Batterie raus, der lädt euch nur die Batterie auf die Einstellung, die ihr halt eingestellt habt, ja. Und also da, meines Erachtens nach sehr gut, ja, und der fährt auch in Standby nachts dann und Co. Als Batterieladeregler bestens geeignet. Das Einzige, was blöd ist, der schaltet viel mit seinen Relais intern, was sein kann, dass er über die Jahre die Relais kaputt gehen, ja. Viel früher als der Victron hier. Weiß nicht genau, wie der ist, ja. Ich wollte es jetzt nur an der Stelle andeuten, dass das ein Fall ist. Jetzt, wenn ich hier so ein Kabel drüber lege und da sind die Kühlkörper, ist vielleicht nicht so ganz geschickt, ne. Aber ihr seht ja, das ist alles, wie gesagt, noch nicht ganz fertig. Ich habe es jetzt einfach mal so aufgebaut und hier, das da drüben tut einfach so, als ob ihr nichts sehen würdet. Das kommt weg und das zeige ich euch mal ein Video, wie wir das schön machen. Da werde ich aber bestimmt einen Tag brauchen, um das ordentlich zu machen, weil ich will noch ein bisschen wissen, wie viele Module wirklich drauf kommen, damit ich das alles abschätzen kann. So, dann gehen wir gleich mit den 10 Quadrat rein. Wichtig ist, Aderenthülsen zu benutzen, ja, weil wir das dann, wenn das dann länger sein wird, dann doch so lassen, bleiben, machen. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist jetzt Minus als Beispiel. Ja, also die Länge einfach abschneiden, dann kommt die Aderhülse drauf. Und es gibt verschiedene Zangen, die seitlich packen oder die von vorne packen. So. Kommt hier unten raus. Ja, ist an der Stelle ganz wichtig. Ich habe eigentlich einen Victron-Verteilerblock bestellt, damit ich sozusagen den und den zusammenschließen kann und zur Batterie schicken kann. Ja? Weil ich habe jetzt das Problem, hier habe ich die Batteriekabel, die ankommen. Hier habe ich, hier kommt auch, muss auch zur Batterie und ihr könnt halt schwierig das Ganze zur Batterie schicken. Ja? Also an der Stelle wähle ich mir, also nehme ich mir ein 10 Quadrat Kabel, weil, und das weil betone ich, weil ich 1000 Watt nur habe, Peak-Leistung von meinen Solarmodulen. Wenn ihr natürlich mehr habt, müsst ihr halt 16 Quadrat, 35 Quadrat und so weiter hochgehen. In meinem Fall gehe ich mit 10 Quadrat erstmal hin, weil das, ihr seht es, die Entfernung ist ungefähr 1 Meter, ein bisschen mehr, vielleicht 1,50 Meter. Und werde es auf der einen Seite mit Presskabelschuhen nach DIN-Norm montieren. Das zeige ich euch ein bisschen was. Ich versuche gleich das Licht ein bisschen besser zu machen. Und hier auf der Seite mache ich halt die Aderhülsen drauf. Das ist vorläufig. Ich weiß, dass
Das Problem ist nur, ich will nicht mein 35 Quadratkabel zerschneiden auf irgendeine Länge, wo dann später nicht passt, ja. Und da kostet halt jeder Meter wirklich ein paar Euro. Und so ein 10 Quadrat geht noch einigermaßen, ja. Kostet auch schon ein paar Euro. Aber das darauf will ich hinaus, ja. Das ist jetzt ein vorläufiges Ding, bis dass ich sozusagen schon den Strom generiere. Und dann, wenn mein Verteilerbox kommt, wenn ich die hier platziert habe, dann werde ich wissen, wo das genau hinkommt. Und dann kann ich sagen, okay, hier diese Länge wird es sein und nicht mehr. Ja? Und dann kann ich die Längen genau justieren. Und dann auch die 35 Quadrat Kabel oder 16 Quadrat, was auch immer. Das muss ich auch nochmal nachrechnen. Aber ich denke, 10 Quadrat ist erstmal ausreichend für 1000 Watt. Wie gesagt, den habe ich hier angeschlossen. Batteriekabel 50 Quadrat, ja. Der hat aber 5000 Watt, also das ist ein Fünftel von der Leistung, was hier jetzt hier an den dran hängt. Also gehe ich davon aus, dass 10 Quadrat jetzt erstmal ausreichend sind. Mehr als 50 Quadrat gehen halt bei denen nicht. Okay, so. So Leute, also wir lösen jetzt das Ganze. Ja, wenn ihr kein isoliertes Werkzeug habt, isoliert es euch einfach mit einem Isoband. Okay, machen wir das Pluskabel. So, okay. Um euch das zu demonstrieren, was hier passiert, ja, wenn man das Ding einfach nur dumm einschaltet, machen wir Folgendes. Ich gehe jetzt einfach her und messe die Spannung auf der Seite. Ich hoffe, man sieht es, 1,75, also 1,755 Volt. Und das ist eigentlich fast leer. Meistens, wenn die Wechselrichter kommen, steht hier 0,00 Volt. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass die Wechselrichter hier auf der Stelle, ja, die haben ja Kondensatoren auf der Seite und die sind halt komplett entladen. Und diese Kondensatoren, wenn ihr jetzt hier einschaltet, ja, also so rum einschaltet, dann werden die schlagartig beladen, was natürlich mega Strom, kurzzeitigen Peak von euren Akkus zieht und gleichzeitig die Kondensatoren sehr belastet. Deswegen empfiehlt es sich vorzeitig erstmal hier einfach mal einen Widerstand groß genug zu legen, so dass man einfach, also deswegen ist auch hier diese Bypass, ja, ein Kabel. Normalerweise hätte ich jetzt eine Sicherung hier mal dran machen, aber ja, das ist jetzt einfach nur fürs Zeigen, ja. Das heißt, nachher kann ich das abnehmen und das heißt, ich lege hier einen Bypass zum Pluspol und natürlich auch vom Minuspol vorher. Und dann der Bypass, den ich hier rüber lege, den wähle ich natürlich mit einem Widerstand aus. Zum Beispiel 20, 30 Ohm, sowas in Richtung. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie die Spannung hier hochschießt auf die Spannung, die die Batterie hat. Und die Batterie hat gerade eben 53 Volt. Und dann kann man umswitchen, ja. Also, ich gehe jetzt hier auf die Seite. So, das ist mein Lastwiderstand. Es wird kurz funken, nicht erschrecken. So, das ist fertig. Der Vorgang ist durch. Und wir haben jetzt sozusagen das System eingeschaltet. Müssen wir natürlich auch einschalten. Also hier an der Stelle sieht man, dass der vom Batterie jetzt die Energie rüber geht zur Lampe. Das heißt, das funktioniert. Natürlich, das lasse ich nicht so. Ja, ihr müsst dann, also ihr müsst dann hergehen und Kabelbinder dran benutzen und das Ganze hier rausschneiden. Also hier die ganzen Sachen rausschneiden und dann einsetzen und und. Ich habe den String auch ein bisschen schlecht befestigt. Den werde ich ein bisschen weiter unten auch befestigen. Ja, den Label, das war ein bisschen ungünstig. Aber wir schalten jetzt das Ganze mal ein. Jetzt könnt ihr natürlich die Abdeckung machen, aber ich mache das immer beim ersten Einschalten ungern eine Abdeckung drauf, weil da sehe ich gar nichts. Ja. Das ist hier die Spannung für die Solarplatten. Dann habe ich hier einmal die Hauptsicherung, einmal FI. Dann müsste jetzt der angehen. Das ist mein Stromzähler. Ja, wie viele Kilowattstunden? Ich habe 18 Kilowattstunden jetzt schon verbraucht. Dann sind es die einzelnen Verbraucher hier. Ich habe jetzt hier dran. Ja, ich habe noch meinen gar nichts oben raus, ja, das kommt noch alles. Und jetzt machen wir beide Verbraucher an. Da schließe ich immer die Waschmaschine an, da schließe ich immer, also über ein langes Verlängerungskabel und da schließe ich immer meinen PC an. Das heißt, den schließe ich jetzt an und dann gucken wir mal. Jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal diese App installieren. Connect App wird wahrscheinlich das sein.
Jo, Victron Connect, Victron Energy, das wird wahrscheinlich die App sein. Gut, dann installieren wir sie mal und testen wir sie mal an. Ist installiert, jetzt gucken wir mal. Zulassen. Bla bla bla. Okay, weiter. Bla bla. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Bluetooth ist an. Das heißt, finden wir das Gerät überhaupt? Geräteliste aktualisieren. Da ist er. Jo, sieht auch gut aus. Okay, es wird verbunden. Standard-Pin 6 Nullen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koppeln. Es wird verbunden. Okay. Verlassen Sie eben nicht während des Updates und bleiben Sie in den USA des Gerätes. Einige Anrufe werden mit das nicht unterbrechen, aber bla bla. Okay, aktualisieren wir. Also, wir müssen erstmal aktualisieren, ob wir hier irgendwas machen können. Okay, das ist fertig. Jetzt verbinden wir uns, glaube ich, nochmal. So, Daten abrufen. Spannung. Untergesichert. Mit dem vorgestellten Bluetooth-Pin verbunden, würden wir empfehlen, den PIN zu ändern. PIN-Code ändern. Jo. Neuer PIN. Das muss ich euch jetzt ausblenden. Okay. Okay, machen wir okay. Gut. So. Okay, das ist jetzt erstmal das Erste. Das heißt, wir haben das Gerät verbunden und konfiguriert. Ja. Jetzt müssen wir mal schauen, was da noch so einiges Lustiges ist. Ja. Also er zeigt mir gerade eben die Batteriespannung an. Ja, aktivieren wir. Ah, da oben ist die Konfigurationsanzeige. So, also fangen wir mal an. Maximaler Ladestrom darfst du machen. Ladegerät aktiviert. Jo, Batterievorrangsdrehknopf. Was heißt das denn? Wird zu Nutzer definiert. Okay. Wir sind natürlich immer Experten. Ja, ich bin Experte. Ah, okay. Jetzt wird es interessant. Ich kann hier Voreinstellung wählen. Lithium könnte ich auswählen. Da macht er mir Voreinstellungen und die passe ich mir jetzt ein bisschen an meine Einstellungen. Ja? Also ich habe jetzt ein paar Einstellungen vorgenommen. Ihr müsst es halt wissen, was ihr für Einstellungen an eurer Batterie habt. Ich habe Absorptionsspannung 56 Volt und Erhaltungsspannung 55. Das heißt, ich jage erstmal auf 56 Volt die Batterie hoch. Und danach mache ich auf 55 gemütlich, lasse ich die Batterie vor sich hin chillen, ja. Okay, das ist soweit alles, glaube ich, ganz gut. Wird mal sehen, ob das soweit passt. Ich habe jetzt den Ladestrom, würde ich jetzt mal beschränken auf unser Kabel. Ja, das ist wie ganz wichtig und da müssen wir mal schnell schauen. Wenn man jetzt hier mal so Seiten anschaut und wir sind bei 10 mm Quadrat, könnte ich hier im Bereich 55 bis 27 Ampere roundabout Strom übertragen. Das heißt, da muss man einfach mal Butterbein flischen lassen. Also das wird ausreichen, wenn ich hier bei 20 Ampere das Ganze reduziere. Ja. Ich glaube nicht mehr, dass wir da drüber kommen. So, geladen aktiviert, Batterieeinstellung bis zu Nutzer definiert, das ist passt soweit. Ausgleichsstrom ist Prozent, okay. Dann Lastausgang. Kann ich nicht Benutzer definiert? Benutzer definiert der Algorithmus. Ich hätte genau Benutzer definiert. Ah, sehr gut. Das ist auch sowas. Lastschalter, hoher Spannungspegel, niedriger Pegel. Oh, das ist, glaube ich, ganz schlecht, wenn wir das so lassen. Denn wenn man das mal hochrechnet, 40 Volt ist einfach zu wenig. So. Ja, also an der Stelle, hier diesen Lastausgang, ich habe den Benutzer definiert. Ich finde, das, was drin war, war zu hart an den Grenzen. Ich habe das jetzt so ein bisschen abgeschwächt, ja. Das heißt, ich habe auf den benutzerdefinierten Algorithmus geschaltet und gesagt, hey, wenn 57 Volt erreicht sind, dann schalte die Ladung auf jeden Fall notfallmäßig ab. Und oder wenn die Spannung zu niedrig ist, 44 Volt. Ja. Also 44 Volt, wenn man es mal hochrechnet, 44 geteilt durch 16, ja, da sind wir bei 2,75 Volt. Die Batterien sind schon komplett leer. Also da stimmt auch irgendwas nicht. Ja. Dann sollte sich der Laderegler einfach abschalten und nicht mehr Strom ziehen. Ja, also an der Stelle bin ich eigentlich schon am Schluss des Videos angekommen. Mehr war es nicht, ja. Also mehr war es wirklich nicht.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Adam Wilczek, schalte wieder ein, schreibt mir gerne eure Nachrichten, Kommentare, was ihr davon hält. Und natürlich, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, gerne schreibt es mir bitte auch runter. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao, ciao.